Hallöchen, hier ist Wiederkommen bei einem weiteren Video aus dem Hause Super Auto Pet. Heute beschäftigen wir uns mit den Tier 1 Units. Welche genau das sind, sieht man hier, beziehungsweise hier. Das sind einmal alle Tier 1 Units, das heißt, das sind alle Einheiten, die man am Anfang bekommt, beziehungsweise die man auch später noch bekommt, aber die man dann eigentlich nicht braucht. Und jetzt geht es darum, was machen die und wie kann man die am Anfang sinnvoll einsetzen. Es ist ja so, dass man am Anfang immer drei Tiere hat in der allerersten Runde. Das ist ein bisschen Zufall, aber auch da kann man schon was rausholen. Und ich möchte einfach so ein paar grundlegende strategische Dinge mit euch durchgehen. Ja, ich habe die einmal hier angeordnet. Hier sieht man die alle. Wir haben einmal den Biber, das Faultier, den Fisch, den Otter und das Pferd. Das Faultier kommt sehr selten vor und ist eigentlich ziemlich useless, also den braucht man nicht. Aber ich habe den trotzdem mal dazu genommen, weil er einfach niedlich aussieht. Da haben wir noch die Ente, den Moskito oder was auch immer es ist. Die Ameise, das Schweinchen und die Heuschrecke. Was können die jetzt? Wir gehen einmal die Liste zusammen durch. Und zwar bin ich hier auf einer Website, wo man hier die alle einmal sieht. Und zwar ohne Expansion Pack. Also hier sieht man auch nochmal, wann man welche Tiere bekommt. Das ist für Runde 1 bis 2. Da hat man nur Tier 1 Units. Und Runde 3 bis 4 hat man Tier 2 und Tier 1 Units. Also. Hier seht ihr einmal, das Timing ist jetzt nicht so wichtig. Wir wollen uns auf das Early Game, also sozusagen den Anfang, beschäftigen. Man spricht von Early, Mid und Late Game. Kenne ich aus anderen Bereichen von Gaming. Aber ja, wir wollen uns mal anschauen, was diese ganzen Tiere denn jetzt genau machen. Wir gehen jetzt einmal mal die Liste durch. Wir haben zuerst die Ameise. Entschuldigt mein schlechtes Englisch. Ich bin kein Native Speaker in Englisch, sondern habe das nur in der Oberstufe. Auch schon eine Weile her, seit ich das letzte Mal sozusagen wirklich Englisch hatte. Die hat 2-1, also 2 Angriff, ein Leben. Und wenn die stirbt, also faint heißt, wenn die stirbt, gibt die einen Random Friend, also irgendeinen zufälligen Freund, plus 2 Angriff und plus 1 Leben. A sleeping pill can be used on this animal to grant its buff to another Animal permanently. Also wenn ihr eine Sleeping Pill, also diese Schlafpille auf dieses Viech da zieht, dann nimmt er seinen Buff, also die Fähigkeiten und zieht das auf ein anderes Tier. Also ihr könnt das Tier töten und seine Fähigkeiten einen anderen random Friend, also ein anderes Tier, einfach diesen zusätzlichen Bonus zu geben, könnt ihr dann auf anderen übertragen, indem ihr die Pille verwendet. Was ihr auch noch verwenden könnt, ist, ja, kommen wir zum nächsten. Das ist der Biber, der hat schon etwas besseres Stats, 2-2. Übrigens, die Ameise ist einer meiner Lieblingstiere für den Anfang. Man kann vor allem, das ist ziemlich praktisch, wenn man mehrere von denen hat, statt die aufeinander zu stacken und aufzuleveln, kann man die auch einfach mehrmals spielen, dass du sozusagen drei von denen im Team hast. Das ist auch relativ effizient. Ja, was haben wir hier noch? Wir haben einen Biber mit 2-2, also 2 Angriff und 2 Leben. Ich sage immer 2-2 dazu. Aus StarCraft-Universum, falls das einer kennt. Und der hat auf Level 1 gibt er 2 random Friends, also 2 zufälligen Freunden, 2 anderen Tieren, gibt er ein Leben und das passiert zufällig. Das ist dann permanent, dieses Leben. Also könnte man sagen, also ich spiele es immer so, wenn ich den Biber habe und den spiele, dann spiele ich den eine Runde und dann verkaufe ich den. Oder zumindest, wenn noch nicht alle Slots frei sind, aber ich will den möglichst schnell verkaufen, damit meine Friends dann entsprechend diesen Bonus bekommen. Notes, also Notiz, if there's only one friend when the beaver is sold, they will only get one of the buff. One buff will go to into waste. Also wenn ihr, er gibt es ja zwei Freunden dieses zusätzliche Leben. Wenn ihr aber nur ein anderes Tier auf dem Spielfeld habt, dann stackt sich das nicht. Das heißt, er kriegt nicht plus zwei, sondern das eine geht einfach ins Nichts und das andere geht dann auf den anderen. Also man sollte den nur spielen, wenn man mehr als zwei Tiere auf dem Spielfeld hat. Ich würde am Anfang sowieso empfehlen, macht erstmal eure 5 Slots voll und kümmert euch danach darum, was man dann da eigentlich noch dann optimieren kann. Aber am Anfang macht die 5 Slots erstmal voll und danach guckt, spielt auf jeden Fall nicht mit 3 oder weniger Tieren. 4 ist in einigen Fällen vielleicht noch, ja, okay, aber grundsätzlich versucht man mit immer vollen Slots zu spielen. Dann haben wir hier den Cricket, die Heuschrecke. Die ist relativ cool. Die gehört nämlich zur Kategorie der Summoner. Also Summon 1-1 Cricket. Also wenn er stirbt, dann beschwört er noch eine Heuschrecke mit den Werten 1-1. Warum ist das wichtig? Du kannst die Strategie über Beschwörung gehen. Also Summon, wenn man es so ausspricht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, heißt Englisch für beschwören und das heißt, wenn der stirbt, beschwört er was und es gibt viele Tiere, die zum Beispiel das Pferd oder später auch dieser
dieser Strauß oder was das für ein Viech ist, den hier oben, nee, ein Truthahn, die geben den halt nochmal zusätzlichen Value, also zusätzlichen Wert, aber das schauen wir uns dann später an. Auf jeden Fall, wenn der stirbt, beschwört er was herbei, also ist ein Beschwörertier. Notes: A sleeping pill can be used to this animal, bla bla bla. Green Cricket outside of the battle, triggered friends, summon effects, bla bla bla. If honey is placed on this animal and paid during bla bla bla, one of Cricket. Es geht jetzt nur darum, was passiert, wenn das Slot voll ist. Du kannst immer nur 5 Tiere haben. Und wenn der stirbt, aber du zum Beispiel noch ein Bienendings drauf hast und der 2 Tiere beschwören würde, dann geht das eine halt ins Nirvana. Und du kannst auch hier die Sleeping Pill verwenden, also um die zu killen und den Effekt auf ein anderes Tier zu machen. Dann haben wir hier noch die Ente, den Duck. Stats 1-2. Wenn der verkauft wird, gibt er allen Tieren im Shop plus 1-1. Wie kann man das verwenden? Naja, sagen wir, du bist in Runde 2 und da hast eine Ente. Dann solltest du den spielen und dann verkaufen. Und dann, wenn du noch Tiere reinmachen willst, dann erhalten die alle plus 1-1. Was man nicht machen sollte, ist die Ente dann verkaufen, wenn du schon alle Tiere gesetzt hast. Also so jetzt rein von der Logik her. Wanted in Frozen Animals, not appears in Expansion Pack 1. Okay. Nichts Wichtiges. Die Ente ist übrigens relativ schwach. Ich würde die ist nur zum Verkaufen da. Ich würde die auf keinen Fall aufleveln. Kann man machen, aber würde ich nicht machen. Also mir wird kein Fall einfallen, wo das wirklich Sinn machen würde. Der Fisch ist relativ stark. Den Fisch, den würde ich spielen. Am Anfang immer auch relativ weit vorne setzen, weil der relativ 2-3, das ist am Anfang relativ stark. Aber halt entsprechend nur für den. Anfang. Du kannst den aufleveln, also auf Level 2 bringen. Dann gibt er allen Freunden plus 1-1 permanent. Ist eine ganz nette Sache. Aber eigentlich ist er nur praktisch wegen den Stats hier am Anfang, meiner Meinung nach. Dann kommen wir zum Pferd. Das ist ein relativ gutes am Anfang, meiner Meinung nach, fürs Early Game. Und zwar, wenn ein Freund beschworen wird, jetzt sind wir bei Beschwören, ne? Zum Beispiel, stell dir vor, du hast jetzt schon bereits so ein Cricket, also so eine Heuschrecke auf dem Spiel und die stirbt und die beschwört jetzt ein anderes Tier, dann wird dieser Effekt jetzt einsetzen. Und zwar, wenn ein Freund beschworen wird, gibt es 1 Attack until the end of the battle, also bis zum Ende von dem Kampf. Das heißt, jedes Mal, wenn ein Tier beschworen wird, gibt es plus 1 Attacke. Also, wenn wir hier jetzt zum Beispiel haben, ein Cricket wird beschworen 1-1, dann wird aus 1-1 ein 2-1. Dann hat er 2 Angriffe und ein Leben. Und das ist auch relativ stark. Wenn man zum Beispiel 2 Pferde hat, du musst die auch nicht stacken, sondern du kannst auch einfach 2 Pferde nebeneinander stehen haben. Dann wird es plus 2 Attacke geben, also wird er dann, wenn er hier beschworen wird, zum Beispiel 3-1 Werte haben. Und 3-1, damit wird er schon bei zum Beispiel einen Fisch töten. Gibt es noch was zu beachten? Ja, und zwar, das Pferd ist nur am Anfang stark, später kann man es dann durch diesen Truthahn ersetzen. Der hat im Prinzip denselben Effekt, nur dass er statt nur Angriff gibt er halt auch nochmal zusätzlich Leben. Und ich glaube, der gibt auch 3 statt nur 1. Äffchen ist übrigens auch stark. Und es gibt eben viele Tiere, die beschwören können. Das waren jetzt nur die Tiere auf Level 1. Haben wir hier noch einen Beschwörer? Nee, aber im Prinzip gibt es auf jedem Level. Man kann mal zum Beispiel hier runtergehen. Es gibt auf Tier 2, also auf den Tier 2 Unit, gibt es zum Beispiel die Spinne. Ne? Hier auch Summon One Tier 3 Animal as Tutu. Also wenn der stirbt, beschwört er ein Tier 3. Tier mit den Stats von 2-2, auch die würden von profitieren. Es gibt noch andere, zum Beispiel, wo ist denn hier noch eins, was beschwört? Hier, ein Schaf ist super, ne? Ein Schaf beschwört sogar nicht nur, wenn der stirbt, ein Tier, sondern er beschwört 2 Tiere sogar mit Stat 2-2 und die würden halt beide von profitieren und so kann man das Ganze stacken. Es gibt noch ganz viel andere Tiere, zum Beispiel das mit dem Bus hier, der Summon 5-5 Bus für Splash Attack oder hier auch stärkere. Auf jeden Fall gibt es einige Tiere, die beschwören können und da sind die Effekte, die so ein Pferd macht, schon relativ stark. Also nur im Early Game, wie gesagt. Im Late Game würde ich dann wirklich hingehen und sagen, ich spiele den Truthahn oder ein anderes Tier. Fliege ist übrigens auch stark, die kann auch beschwören. Die Fliege beschwört sogar mehrmals. Sehr starke Tiere. Und das ist eben eine Taktik, wie man eben spielen kann über dieses Beschwörungsding. Genau, welche Tiere hatten wir noch? Wir waren beim Pferd. Buying a friend from shop, count as summon. Genau, wenn du, das gilt auch, wenn du ein Tier aus dem Shop kaufst. Also sagen wir, du startest am Anfang, hast ein Pferd und 2 Fische. Das heißt,
Und es macht relativ wenig Sinn, die Fische zuerst zu setzen, weil wenn du ein Pferd setzt und dann die zwei Fische, dann profitieren die auch vom Effekt. Das heißt, in der ersten Runde würden die Fische jeweils plus 1 Attack bekommen. Und das ist dann doch eine gute Sache. Oder warum man die auch nicht stacken sollte, ist zum Beispiel, du spielst ein Pferd, hast am Anfang zwei Pferde, spielst das erste Pferd, passiert einfach nicht, spielst das zweite Pferd, dann hast du zwar ein Pferd beschworen, aber der profitiert vom plus 1 Attack. Das heißt, dein zweites Pferd wird die Stats 2-1 haben, also 2 Angriff, ein Leben. Und wenn du danach noch den Fisch setzt, dann wird er zweimal plus 1 Attack bekommen, weil du ja zwei Pferde drauf hast. Dann hätte der hier 4-3 und 4-3 in der ersten Runde, ist wirklich schon ziemlich heftig. Ja, wir gehen weiter. Was haben wir noch? Wir haben den Moskito, der ist okay, ist nicht mein Liebling. Am Anfang kannst du ihn einmal spielen, der hat halt 2-2 und macht nochmal ein Damage zu irgendeinem zufälligen Gegner. Ist natürlich doof, wenn der zum Beispiel so ein V oder sowas hat, dann würde ich den nicht spielen oder ein Kamel. Deswegen für ein Early Game ist es gut. Im späteren Verlauf würde ich den Moskito unbedingt loswerden wollen. Paints before his turn, starting order, its effect will be still occur. Okay, wir haben noch den Otter, 1-2. Wenn der gekauft wird, gibt er einen Random Friend plus 1. Plus 1. Also auch hier gibt ein Random Friend, wird voraussetzen, dass er bereits einen Freund hat. Also ein anderes. Also den Otter müsste man dann in der ersten Runde auch nicht als erstes spielen, sondern muss halt so gucken, dass er als zweites oder drittes gespielt wird, weil ansonsten geht der Effekt ins Leere. Ja. Dann haben wir noch das Pick. Wenn der verkauft wird, gibt er dir ein extra Gold. Mindestens der 2-2 kann man spielen, wenn man einfach die 2-2 braucht, aber an sich macht der Effekt nicht so viel. Ich kann gleich noch erklären, wo es praktisch sein kann. Ja, dann haben wir noch das Faultier. Das ist extrem selten, aber er glaubt wirklich in dich und ja, ist useless, spielt den einfach nicht, aber der sieht süß aus und er glaubt an dich. Das wären die Tier 1 Units. Ich will nochmal zum Schwein kommen. Es gibt nämlich Effekte oder Spielarten, wo man das Schwein tatsächlich brauchen kann. Und zwar ist es zum Beispiel beim Dog, ne, wenn ein Freund beschworen wird, kriegt er plus 1 Attack, plus 1 Health. Und das heißt, ein Schwein kostet ja nochmal 3. Aber wenn du es verkaufst, kriegst du 1 zurück und hier kriegst du nochmal 1 zurück. Das heißt, für eine Goldmünze, wenn du einen Pick spielst und dann direkt wieder verkaufst, dann kostet dich das de facto unterm Strich nur eine Goldmünze. Warum soll ich ein Tier spielen und dann direkt wieder verkaufen? Das bringt mir ja nichts, deswegen brauche ich ja nicht im Kampf. Naja, im Prinzip hast du für eine Goldmünze, hättest du deinen Hund um einen Attack und einen Health zum Beispiel geupgradet. Und ja, das ist halt entsprechend praktisch oder einfach als Platzfüller am Anfang und dann verkaufst du ihn halt wieder. Das heißt, das ist nicht so kostenintensiv. Dann so die Taktiken mit den Anfangsmunits, die man spielen kann. Ihr merkt, hier gibt es auch schon einige Varianten, die man anwenden kann. Und ganz wichtig ist, am Anfang stackt die nicht. Macht das wirklich nicht. Das Einzige, wo es sich lohnen könnte zu stacken, ist der Fisch. Wenn ihr schon volles Spielbrett habt, volle Felder, volle Slots und dann habt ihr irgendwie dreimal einen Fisch, dann könnt ihr stacken, dann kriegen alle halt plus 1, plus 1. Das heißt, du würdest insgesamt viermal das anwenden und das ist dann doch schon relativ gut. Und danach würde ich den Fisch gucken, dass ich den in der Mitte vom Game irgendwie loswerde. Ja, das waren die Tier 1 Units. Ich hoffe, das konnte euch so ein bisschen weiterhelfen. Beim nächsten Mal werden wir uns mit Tier 2 Units beschäftigen. Schreibt doch gerne Fragen, Feedback, whatever in die Kommentare rein und dann würden wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich möchte jetzt noch mal kurz einen Blick, bevor wir abschalten, hier auf diese Tafel werfen. Das ist jetzt hier von Tiermaker. Hier sieht man, wie die Leute entsprechend die Tiere bewertet haben. Und hier sieht man noch mal kurz, im Early Game ist zum Beispiel Schwein relativ praktisch oder das Horse, also der Biber auch. Aber man sieht im Late Game, also man muss unterscheiden zwischen Late Game, Mid Game und Early Game. Im Early Game ist halt eine andere Spieldynamik als im Late Game. Und man sieht hier, das sind eigentlich Tiere, die man am Anfang will. Zum Beispiel das Horse gibt, ja, wenn es auf Level 3 ist, plus 3 Angriff für alles Beschworene. Ja, der Truthahn hingegen wird 3 Angriff geben plus 3 Leben. Und so muss man gucken, dass man die nach und nach mit der Zeit austauscht. Also das müsst ihr entsprechend dann sozusagen für euch denken, welche Strategie ihr langfristig spielen möchtet. Aber aufs Early Game, wie man eröffnet, da werde ich auch nochmal ein Video zu machen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann sage ich ciao.